Guten Morgen, Kollege. Du hast heute Dienst auf der Kerbestrecke und genau heute hast du alle Zeit der Welt. Falls du eine Zwangse kassieren solltest, ist es kein Problem. Deine Abfahrt ist um 8:47 Uhr. Bitte PZB und SIFA aktivieren. Es wird eine gute Fahrt gewünscht. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Train Simulator 2021, zu einer weiteren Fahrt hier auf der Kerbestrecke, meine Damen und Herren. Das ist tatsächlich eine Premiere, weil wir sind bisher noch nicht seit Release der Strecke auf dieser unterwegs gewesen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch und euren Liebsten wie immer soweit gesundheitlich ganz gut geht. Und dass wir jetzt hier zusammen ein bisschen entspannen können im Train Simulator. Und ja, dann gehen wir mal die Türen zu Beginn frei. Also damit meine ich auch, kurz nochmal zu dem, was ich vor den Türen gesagt habe, dass ich mich sehr freue, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Fahrt. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns nochmal ein bisschen hier um, oder das machen wir gleich. Wir machen erstmal den Zug abfahrbereit, ne? Also steigen wir mal hier durch die imaginär gedacht offene Tür und setzen uns hier, das war ein bisschen zu viel, in den Führerstand. Machen das mal auf dunkel, hier links gleich das Rollo runter und sehen, wir haben noch genug Zeit. Also das heißt, wir können uns wirklich viel Zeit lassen. So, Instrumentenbeleuchtung, SIFA und PZB. Dann Federspeicherbremsen oder beziehungsweise wird auch Federspeicherbremse ist gelöst. Ich glaube, hier, der hätte dann, wenn überhaupt, nur eine Handbremse. Aber die ist schon in der Lok wahrscheinlich gelöst worden. Und genau, die Fahrmotorlüfter müssen wir tatsächlich manuell aktivieren. Die sind sonst nicht an und dann kriegen wir ein Problem. Hinten schiebt eine gute 110. Und dann würde ich mal sagen, stellen wir unsere ZZA ein. Auf Regionalbahn. Ne? Wir sollten eine Regionalbahn fahren heute. Wir fahren nach Bad Altburg. Ach ne, wir sind ein RE. Okay, dann schaue ich mal, ob wir ein RE einstellen können. Okay, sehr gut. 8:47 Uhr haben wir erst Abfahrt. Junge, wir haben ja noch absolut viel Zeit. Regionalexpress über Ufern an der Werns wahrscheinlich. Bad Altburg Flughafen und Bad Altburg Hauptbahnhof. Und genau, hier ist unsere Ausfahrt auch übrigens noch nicht da. Also das heißt, wahrscheinlich wird hier nochmal uns ein Zug entgegenkommen an der einen oder anderen Stelle. Also zumindest jetzt hier gleich. Und ja, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen hier in Brenz um. Der Ortschaft. Was hier hinten so abgeht. Okay, hier muss gerade die Welt noch geladen werden und hier endet es dann wahrscheinlich einfach, ne? Genau, da hinten sieht es jetzt nicht so aus, als ob es weitergehen würde. Doch, da geht es noch weiter, okay. Können wir mal gucken. Zack, wenn ich mal hier auf uns gehe. Ah, da kommt noch der Zug entgegen. Aha, da hinten geht es noch weg. Alles klar. Es geht hier sogar noch zur Seite weg. Da geht es dann nach Übenau. Okay. Und da in den Norden geht es in Richtung Hageshausen. Alles klar. Aber wir fahren jetzt erstmal in Richtung Süden. Da ist übrigens der Kollege. Hier ist er, genau. Mit seinem 648er. Ich mach mal die Sounds noch mal einen kleinen Ticken leiser. Nicht, dass wir da irgendwie wieder am Ende zu laute Sounds haben. So, also es müsste so eigentlich von der Geräuschkulisse her laufen. Und genau, der fährt hier nach Bad Altburg. Also der endet hier, das ist ein Eilzug. Die Strecke ist übrigens gebaut auf den Stand von 1991. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, machen wir uns gleich auf den Weg und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald wir Abfahrt haben. Bis gleich. Okay, meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken geht's auch schon los und hier ist gerade zu unserer Linken tatsächlich ein Güterzug eingefahren mit 251ern der DB Cargo. Hat man jetzt wahrscheinlich leider nicht gesehen im Video, aber ihr wisst, was vorne dran ist. Genau, da ist unsere. Ah, ne, das sind nicht unsere Türen. Ich dachte gerade schon, das wären unsere Türen. Aber das sind unsere Türen. Ah, jetzt sehe ich auch gerade, ich glaube, ich hätte die auch noch gar nicht schließen müssen, weil wir hier sowieso noch nicht weiter können. Der Güterzug ist nämlich noch auf unserem Gleis. Da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz warten, bis er da auch wirklich rüber ist. Über die Weiche. Okay, da ist er jetzt auch mit seinem letzten Wagen rüber. Ich wollte schon die Tab-Taste benutzen, aber die brauchen wir noch nicht. Und da ist unsere Ausfahrt. Sehr schön. So, Bremsen werden gelöst. Wir schalten Leistung auf und aktivieren nochmal die Fahrmotorlüfter. Ich würde mal sagen, wir fahren hier mit Fahrstufe 8 raus.
Da schiebt die 110 schön von hinten ran. Und befreien uns auch erstmal im Weiterfahrt mit 40 km/h. Ah, beziehungsweise mit 60 haben wir Ausfahrt, okay. Ah, ne, doch nicht, 40. Ja, das ist auch immer bei mir, also teilweise, wenn ich ein HP2-Signal sehe, weiß ich immer nicht, okay, ist es jetzt 60 oder ist es jetzt 40, aber normalerweise habe ich mir dann zusammengesponnen, dass man gesagt hat, okay, man kann davon ausgehen, wenn HP2 gezeigt wird, das ist 40. Aber es gab auch schon ganz oft Situationen, sagen wir mal so, wenn 60 gefahren werden sollte, dann würde das über ein Zusatzsignal signalisiert werden oder man hat es halt im Ebola drin stehen. Beziehungsweise auch, muss man mal gleich gucken, was mir da noch überlegt hat, habe ich mir sogar mal aufgeschrieben, wovon es noch abhängig sein könnte. Und das Problem ist eben, dass diese Geschichte aber eben nicht ganz zutreffend ist. Also ich hatte auch schon einige Signale, da war es mal dann so, dass ja, ganz normal HP2 gezeigt wurde ohne Zusatzsignal und man aber trotzdem mit 60 rüberfahren konnte. Deswegen ja, muss ja nochmal gucken, vielleicht wovon es am Ende genau abhängig sein könnte. Also es ist auf jeden Fall mal vom Zusatzsignal noch abhängig, was da ist oder was da nicht ist, vom Ebola. Jetzt haben wir hier halt erwarten. Machen wir mal Tab-Freigabe. So, da ist es jetzt auf grün gesprungen. Okay, ich schaue mal einfach sicherheitshalber nicht, dass vor uns irgendwie ein Zug liegt. Das war's, aber da kommen uns nach. Ne, da kommen uns ja entgegen, ne? Ne, sieht doch erstmal gut aus, soweit. Gut. Dann warte ich mal, bis wir aus der Überwachung raus sind, dann beschleunige ich komplett hoch, weil wir haben ja sowieso Zeit. Das ist ja das Tolle heute. Genau, deswegen dachte ich mir auch, als ich das gelesen habe, dass man ganz entspannt hier ein bisschen durch die Landschaft fährt. Das ist auch ein perfektes Szenario für uns, weil ihr wisst ja, Zwangsbremsung kann auch mal vorkommen tatsächlich, das ein oder andere Mal. Und dann fällt sie mal ausnahmsweise nicht so ins Gewicht. Oh, wir haben sogar noch ein paar Bahnhöfe, ne? Oh, 80 Kilometer fahren wir. So, befreit sind wir. Den Kollegen hätten wir auch nochmal grüßen können, aber haben wir gerade nicht gemacht, weil ich mit meinen verfügbaren Fingern an dem Fahrregler war. Beziehungsweise am Fahrstufenschalter. Fahrschalter. So, jetzt habe ich mal die Sounds ein kleines bisschen mehr angepasst. Nicht, dass es wirklich, wie gesagt, am Ende eskaliert und einfach komplett laut ist. Warte mal, 1, 4. Macht er das jetzt? Ja, macht er. Okay. Ja, zur Kerbestrecke an sich. Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, welchen Teil von Deutschland das darstellen soll. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Teil von Deutschland darstellt, weil bei der, bei Roter Knopf, also beim Roten Knopf-Projekt, da war es ja so, dass es irgendwie eine Strecke zwischen Magdeburg, also da auf jeden Fall irgendwo in, ich glaube, Sachsen-Anhalt dargestellt hat. Irgend so ein Bereich, Magdeburg irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob diese Strecke auch nochmal irgendwie was in Deutschland repräsentieren soll. Auf jeden Fall sieht sie landschaftstechnisch sehr cool aus. Oh ja. Also die lässt sich schon auf jeden Fall sehen. Auch hier schön rechts die Bäume, der Berg, der Hang, da links die Wälder oder das gesamte Baumtal. Beziehungsweise was haben wir denn hier links eigentlich? Ah, die Auto, die Landstraße. Ja. So, jetzt frage ich mich, ob wir gerade an dem GPA vorbeigefahren sind, aber der hätte sowieso nicht auslösen müssen.
Ah, hier ist sogar ein Bahnhof tatsächlich, okay. Wo sind wir jetzt hier durchgefahren? Durch Oberfeld-Linden. Alles klar. Geht's hier auch ein bisschen bergab? Jo, es geht ein bisschen bergab. Das ist sehr gut. Dann fahren wir mal auch ein bisschen runter. Und müssen gar nicht so viel Leistung vielleicht aufschalten. So, jetzt bin ich nochmal gerade auf der Seite der, der Strecke. Ja, Kerbestrecke ist eine Erweiterung der, der Strecke Prenzbad Altburg, oder ist es die vollständige Strecke? Und, genau, jetzt machen wir hier nochmal kurz das Ding auf, damit ich es auch nochmal sehen kann. Downloads, vielleicht finde ich dann tatsächlich mal was Kleines dazu. So, dann schalten wir mal hier mal hoch auf 160. Jetzt wollen wir die auch nämlich nochmal ausfahren. Wobei ich glaube, wir haben hier mit dem Ding eh nur eine Vormax von 140. Also mit der 110 da hinten. Ah, ist ja auch gerade der falsche Stromabnehmer gehoben. Toll. Aber ist ja eigentlich im Personenverkehr völlig egal. So, Strecken. Da sind sie. Und dann haben wir unsere Kerbestrecke. Genau, und die Szenarios können halt eine Zeit zwischen 2005 und 1985, beziehungsweise 1985 und 2005 darstellen. Das ist sehr nice. Also da kann man auch gut in die Bundesbahn zurück, in die Zeit der Bundesbahn. Ah, die fiktive Strecke führt mit über 90 Kilometern zweigleisiger Hauptstrecke irgendwo durch Mitteldeutschland und spiegelt die Zeit wieder, in der Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn sich vereinten. Integriert sind auch eine S-Bahn-Strecke mit 17 Kilometern Länge inklusive Tunnelstrecke und ein Nebenbahnast mit 5 Kilometern Länge. Cool, dann haben wir das doch gerade. Irgendwas wieder in Mitteldeutschland, also Sachsen-Anhalt ist ja gar nicht so verkehrt gewesen. Genau. Ich muss noch mal kurz checken. Haben wir denn hier? Ja, okay. Ich wollte mal kurz gucken, welche Städte da um Magdeburg herum sind. Aber so, hier fahren wir durch Alsburg. Oh, das ist cool. Also wenn ein Bahnhof so ein für den Lokführer so ein Schild hat, wo man erkennen kann, was für ein Bahnhof das ist, dann muss ich ja nicht immer in den 9er Monitor gehen. Ich weiß nämlich nicht, ob ein Buchfahrplan mitgeliefert wird bei der Strecke. Hätte ich jetzt auch mal gerade gucken können. Können wir nochmal kurz schauen, ob wir das hier sehen. Nee, das ist nur... Ah, ich sehe auch gerade, hier gäbe es nochmal einen Vegetationsfix. Aber den brauchen wir ja gar nicht, glaube ich. Nee. Hallo? Read me? Ach, da ist die Read me. So, gucken wir nochmal ganz kurz. Ne, haben wir jetzt keinen direkten Buchfahrplan mit dabei. Aber ich kann ungefähr sehen, glaube ich, die ganzen verschiedenen Bahnhöfe. Durch die wir noch fahren würden. Ich glaube, die sehe ich jetzt hier ungefähr. Genau. Übrigens, Alsburg ist ein Bahnhof, bei dem eine Schließung geplant ist. Also wahrscheinlich wird irgendwann mal ein Update rauskommen, wo dann... ja, der Bahnhof nicht mehr existieren wird. Was natürlich mega schade ist. Aber irgendwie hat er mir sehr zugesagt. Also der Bahnhof war mir sympathisch, weil er ein Schild war. Wenn man durchgefahren ist, also als Lokführer konnte man das sehr gut erkennen, da musste man nicht seinen Kopf verdrehen, sondern man hat es einfach schön in Fahrtrichtung gehabt. So, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen gegenbremsen, sonst überschreiten wir unsere VMAX.
auch was das für Oberleitungen hier sind, mit rostigen Masten. Ich glaube sogar, die sind ja eine Eigenentwicklung von einem der Entwickler, der die Strecke erbaut hat. Hier durchfahren wir jetzt übrigens den Bahnhof Holzhofen. Und da liegt ja der GPA. So, dann fahren wir nochmal hoch und dann kommt auch schon übrigens der Bahnhof Kerberstedt. Oder zumindest, ja, das müsste der dann schon sein. Da sehen wir auch unten links gerade, 6 Kilometer noch. Und von Kerberstedt würde es dann auch abgehen Richtung Erzen und dann weiter Richtung Reichenheim. So, dann hätten wir auch nochmal von dort. Ah ne, das ist noch eine Umfahrung, die in Planung ist, also die wird noch gebaut. Umfahrung Igelbach und dann würden wir, wenn wir aus Kerberstedt rausfahren würden und weiterfahren würden Richtung, ich glaube, Bad Altburg fahren wir ja, ne? Dann fahren wir über Igelbach, über die Ortschaft, aber ich glaube, da halten wir nicht. Oder halten wir da? Nö. Haben wir nicht im Fahrplan. Oh, und hier ist eine Brücke, die ist anscheinend nicht. Ah doch, die ist geladen worden, aber es ist einfach nur das Design von der Brücke. Aber das ist für mich gerade ganz anstrengend, Freunde. Es triggert mich gerade richtig, dass da dieses Weiße. Na, wo ist es? Dass dieses Weiße hier so außen ist und hier nicht. Und hier irgendwie. Achso, das ist nur die Sonne. Okay, das ist komplett alles weiß. Das ist anscheinend nur die Sonne oder ist es. Nee, das ist hier einfach so teilweise grau. Das ist ganz schrecklich für mich gerade. Das müsste eigentlich. Also, wenn sie das hätten machen sollen, dann hätten sie weiß hier in der Mitte und weiß hier in der Mitte oder weiß außen und außen. Also, Junge. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, da wurde es mal gerade laut für euch, sorry. Aber ich packe nochmal ein bisschen Leistung rauf, weil jetzt kommt hier ein Anstieg. Ah, wir können nochmal eine Ansage machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie an Bord des Regionalexpress auf dem Weg Richtung Bad Altburg. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Kerberstedt auf Gleis 1. Über die über den Ausstieg, in welcher Fahrtrichtung dieser zu erfolgen hat, informiere ich Sie kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Kerberstedt. Bitte beachten Sie außerdem für Ihre Anschlusszüge die Lautsprecherdurchsagen am Gleis. Wir verabschieden uns von allen aus- und umsteigenden Fahrgästen in Kerberstedt, bedanken uns für die Mitfahrten mit der Deutschen Bundesbahn bzw. der DB und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, in a few moments we will arrive at Kerberstedt Station. Track 1. I will inform you about the side of the exit when we arrive and please listen to the announcements at the track for your further connections. We say goodbye to every passenger who's leaving this train here and we say thank you for choosing Deutsche Bahn today and yeah, goodbye. Ich glaube, ich habe gerade Announcements ein bisschen blöd ausgesprochen. Auch schön, dass wir gerade nochmal hier das Formsignal hatten. Den Kollegen grüßen wir natürlich mit seiner 423. Das erinnert mich hier gerade von der Szenerie irgendwie so ein bisschen an so einen Bahnhof irgendwie da im entlang des Rheins oder sowas. Da irgendwo im Westen von Deutschland, so Ruhr oder sowas, also oder auch Mosel in die Richtung.
So eine große Anlage, so alte Bahnhöfe mit niedrigen Bahnsteigen, schon echt cool. Also sieht nice aus. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. The exit is on the left side of the train. Und da steht auch ein IC2. Also ich weiß echt nicht, woran es liegt, aber der Wittenberger, der bremst echt wirklich gut. So, dann gehen wir mal die Türen frei und ja, sind soweit angekommen. Regionalexpress. Wir können ja mal kurz nach hinten gehen und hier... Ach, wir können ja die Rollos gar nicht runter machen. Oh nein. Gott, ist das unangenehm. Alles triggert mich. So meine ich das. Das ist ja schon wieder... Alter, Alter, Alter. Da wollte ich doch einfach nur die Rollos runter machen. So. Türen schließen. Und sie gehen wieder auf. Sehr schön, es backt mal wieder absolut rum. Da müssen wir kurz warten. Also, bis gleich. So, Freunde, ich habe es mal wieder hinbekommen. Die Türen sind zu. Und dann würde ich sagen, verlassen wir damit hier den Bahnhof Kerbestedt. Schauen nochmal ganz kurz nebenbei hier, was der ICE macht. Der wartet wohl, bis wir hier durch sind, ne? Interregio, genau, das ist hier kein Interregio. Das ist ein ICE, der anscheinend nicht in die Richtung möchte, sondern... Na, irgendwie möchte er doch in die Richtung, ne? Ah, der hat ganz schön gut gebremst hier. Oh ja. So, na dann. Perfekt. Ich wollte die PZB und ich wollte uns befreien. Und dann habe ich gerade erstmal schön Hauptschalter rausgemacht. So, dann nochmal die Fahrstufen runter. Und aus. Und nochmal von neuem. Ist aber auch nett, dass der ICE uns vorlässt hier. So, dann rollen wir mal ganz entspannt hier los. Und können gleich auf die VMAX wieder. Ja, jetzt können wir auf die 100, glaube ich, hoch, ne? Genau, wir sind aus dem weichen Bereich raus. Jetzt frage ich mich nur, wieso der unten links immer noch 40 anzeigt, aber... Ah ja, da ist die 100 jetzt, alles klar. So... Okay, ich glaube, jetzt durchfahren wir gleich hier Ingelbach, ne? Ah ne, das ist noch nicht der Bahnhof. Hier unten rechts geht es dann ja, wie gesagt, weg. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie die Ortschaft da hieß. Richtung Erzen, glaube ich. Genau. Dann gucken wir nochmal auf das Gleis, ob wir hier irgendwie gleich nochmal ein, Bohrsignal oder sowas bekommen. Gar nicht abschalten müssen. Hätten wir noch ruhig Leistung drauf lassen können.
Okay. So, Freunde. Jetzt habe ich nochmal gerade überlegt. Mir ist gerade aufgefallen, wir hatten ja, als wir da bei dem Formsignal nochmal, ich glaube, die 40 bestätigt hatten gerade, oder die, also von dort an die 40 hätten fahren müssen. Da hatten wir ja, wenn mich nicht alles täuscht, das war ja kein, glaube ich, wie heißen die nochmal? Ich glaube, wir hatten ja kein VR-Vorsignal, sondern wir hatten ein, perfekt, die 80, die 60 meine ich. Okay, Freunde, da rollen wir auch wieder. Und zwar, das hatte ich gerade nochmal überlegen müssen, was es da war, deswegen habe ich leider die 60 mal wieder nicht gesehen, weil da hatte ich mal kurz rechts auf einen anderen Monitor geschaut. Ihr wisst ja, es ist immer genau in dem Moment, wo man hätte bestätigen müssen, da gucke ich immer weg. So irgendwie mein Pech. Auf jeden Fall haben wir oben links jetzt erstmal den Zwangsencounter drin und ich wollte nur sagen, wir hatten ja, glaube ich, ein HV-Vorsignal. Und das Hauptsignal danach war aber ein Formsignal. Deswegen wusste ich gar nicht, dass man eigentlich die Signalsysteme so mixen kann in dem Sinne. Ich dachte ja, dass wir dann auch, wie gesagt, ein VR-Vorsignal bekommen. Aber ja. Beziehungsweise nicht ein VR-Vorsignal. Ich hab die gerade in Erinnerung mit den, wie heißen sie nochmal, mit den Vorsignalen. So, ich meine kein VR-Signal. Genau, das habe ich gerade ein bisschen vermischt. Das muss ich gerade selber nochmal nachdenken. Frische ich im Moment nämlich alles nochmal auf, was die Signale angeht. Dann gehen wir jetzt mal nochmal hoch auf die 100. So, also gleich haben wir die 100 erreicht. Dann kommt auch schon demnächst Ufern am Wernsee. Das Gleis ist auch dann 356 Meter lang anscheinend. Also halten wir auch auf einem möglichen Fernverkehrsgleis. Auch gut. Also ich muss schon sagen, die Landschaft ist echt sehr schön. Auch wie wir hier entspannt durchfahren. Wir haben immer links und rechts schön grün um uns herum, also ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Strecke. Rechts habe ich gerade schon unsere Brücke gesehen, wo wir gleich rüberfahren werden. Ist auch nice, wenn man so noch ein paar hundert Meter weg ist und man sieht dann schon so, wo man rüberfährt. Also, oh ja, ist auch cool. Ich glaube, hier unterqueren wir ja was, ne? Oder? Ah ne. Ich dachte gerade, da wäre noch eine Bahnstrecke gewesen. Aber da kommt uns ein Kollege entgegen. Den haben wir auch erstmal schön gegrüßt, damit er auch weiß, dass wir ihn gesehen haben. Und bei Nacht ist das Grüßen immer richtig nice. Wenn man zum Beispiel so einem Talent 2 entgegenfährt oder sowas. Mit seinen LED-Lichtern da. Sieht schon gut aus. Dann machen wir mal eine Ansage. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Ufern am Wernsee auf Gleis 1. Über den Ausstieg, in welcher Fahrtrichtung dieser zu erfolgen hat, werde ich Sie dann kurz vor Einfahrt in den Bahnhof informieren. Wir verabschieden uns von allen aus- und umsteigenden Fahrgästen hier, bedanken uns für die Mitfahrt mit der Deutschen Bahn heute und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bitte beachten Sie, Ihre Anschlussmöglichkeiten werden dann
durch die Lautsprecherdurchsagen am Gleis durchgegeben. Ladies and gentlemen, in a few moments we will arrive at Ufern am Wernsee Station, Track 1. Please listen to the speaker announcement at the platform for your further, connection trains. And yeah, we say thank you for choosing Deutsche Bahn today. Wish you a nice day, and I will inform you about the exit of about the side of the exit when we arrive into the station in a few moments. Genau, da war jetzt die also HP2 erwarten, und da war jetzt, oder hier sieht man ja auch, über das Zusatzsignal ist die 60 angekündigt. Und ab da vorne müssen wir sie dann fahren, aber ich weiß leider nicht, warum meine E-Bremse wie immer nicht funktioniert. Ah, jetzt. Nochmal die 60 bestätigen. So, Ufern am Wernsee, der Bahnhof, durch den wir vorher gefahren sind, oder einer von denen, durch den wir vorher gefahren sind, das war der Bahnhof Ufern Uhland. Und dann durchfahren wir gleich Senneskirchen demnächst. Und hier befindet sich auch gerade eine SFS im Bau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ladies and Gentlemen, the exit is on the left side of the train. Ja, die erste Harttafel nehmen wir nicht mit. Wenn überhaupt noch eine zweite kommt. Aber da kommt ja gar keine zweite mehr. Ach toll. Harttafel und ich, ihr wisst. Ja, das war auch immer so eine kleine Hassliebe. Manchmal klappt's, manchmal nicht. So, Türen sind freigegeben. Jetzt gehen wir nicht raus. Weil ich wieder nicht riskieren möchte, dass wir ein Problem kriegen hier mit unserem Skript. Und, genau, befreien können wir uns eigentlich auch gleich. Jetzt warten wir sogar, ich wollte schon über den Halt überspringen, aber der geht ja hier relativ schnell vonstatten, der Fahrgastwechsel. Und da war ein Trainspotter. Ja, mach ruhig Fotos hier. Dann kannst du in 25 Jahren zeigen, die Dinger hier waren damals Regel. Achso, hier wollte ich hin. Ah, da leuchtet der Türmelder bzw. blinkt er. Bremsen sind gelöst. Und wir können aus Ufern am Wernsee ausfahren. Regionalbahn Bad Altburg, Gleis 1. Abfahrt 15.54 Uhr, aber die Zeit stimmt ja gar nicht. So, befreit sind wir. Und da rechts haben wir ein kleines Regiowerk. Der Bayerischen Regiobahn haben wir hier auch tatsächlich, also. Beziehungsweise die haben wir auch hier. Was die wohl hier machen in Mitteldeutschland. Vor allem, wenn es hier die Zeit bis 2005 widerspiegelt, dann, ich glaube, den Lind 41, den gab es ja noch gar nicht zu der Zeit. Also 2005 gab es, da war er noch in den Kinderschuhen, wenn überhaupt. Und hat nur auf dem Papier existiert, oder zumindest sein Name. Ich glaube, da waren noch nicht mal konkret Pläne da. Aber er kam dann 10 Jahre, also nicht 10, 5 Jahre später. Tatsächlich richtig auf den Markt. Also, das heißt, da wurde in der Zwischenzeit natürlich erprobt, erbaut, ertüchtigt. Also sowas ist, glaube ich, auch cool, wenn man so einen Ingenieur ist und dann so einen Zug mit entwirft und dann am Ende sieht man den jahrelang auf der Schiene rumfahren. Oder auch ein Auto, wenn man irgendwie was weiß ich, bei Mercedes AMG ist oder sowas und dann
entwickelt man dort so ein richtig schönes windschnittiges Modell. Das ist, glaube ich, schon cool. Also, dann beschleunigen wir mal hoch auf die 140. Dann fahren wir die nochmal aus. Und Klamberg ist dann der nächste Halt. Also haben wir hier noch, genau, Senneskirchen als Bahnhof und wohl zwei Ortschaften, die wir nur durchfahren, aber nicht. Also es sind keine Bahnhöfe, glaube ich. Muss mal kurz die Legende aufmachen. Genau, das ist ein Haltepunkt. Okay. Da sollten wir dann, glaube ich, Ausweichgleise sehen. Und da kommt uns nochmal eine 151 entgegen. Auch schön viel Güterverkehr heute unterwegs. Oh, hätte ich da was bestätigen müssen? Nee, okay. Dachte schon, ich hätte irgendwas übersehen oder so. Und dann nehmen wir nochmal ein bisschen Leistung raus, damit wir unsere V-Max auch einhalten. Da links sind Schotterwagen abgestellt. Mit den Schlusslichttafeln. Beziehungsweise den Schlusstafeln, so. Und da ist er, Senneskirchen. Die KI-Passagiere kennen ja auch einfach gar nichts. Die stehen da selbst bei 230 km/h. Wenn wir dann mit 230 km/h durchbrettern würden, würden die auch noch stehen. Und entspannt ein bisschen rumlaufen und auf den nächsten Zug warten. Die kennen da nichts. Leistung nehmen wir noch mal ein bisschen raus. Und zack. Versuchen wir mit Fahrstufe 8 die Geschwindigkeit zu halten. Ist denn in Bad Altburg eigentlich Kilometer Ursprung? Jo, alles klar. Noch 37 Kilometer bis Bad Altburg. Wie viel Mal müssen wir noch halten? 1, 2, 3, 3 Mal noch und dann kommt Bad Altburg, alles klar. Machen wir mal Fahrstufe 15. Und gucken wir mal, ob hier irgendwie was kommt, was wir bestätigen müssen, aber es sieht nicht so aus. Und da kommt nochmal ein kleiner Lind. Oh ja. Ich schaue den N-Wagen und auch nach 110, also der Schublock, immer so richtig gern beim Vorbeifahren zu. Wo fahren wir hier durch? Fahrenkirch. Habe ich das auf meinem Ding? Ah ne. Ich habe auch gerade komplett vergessen. Ich habe den Haltepunkt komplett verwechselt. Das ist ja auch ein Bahnhof, an dem Passagier, also ein ganz normaler Bahnhof im Endeffekt. Ich habe das gerade verwechselt wegen IKEA. IKEA sage ich schon. Wegen Wikipedia meine ich. Die haben da manchmal auf ihrer Legende, also die haben das gleiche Symbol wie das, was hier quasi ein Haltepunkt zeigt auf der Karte, wo ich gerade geguckt habe, wo die ganzen Bahnhöfe sind von der Strecke. Und
beziehungsweise Wikipedia hat eben genau das gleiche Logo für ehemalige Bahnhöfe, die nicht mehr in Betrieb sind oder auch wo gar nichts mehr steht, also wo man einfach der mal existiert hat, aber dann auch komplett abgebaut wurde oder auch vor 50 Jahren eben stillgelegt wurde, wie auch immer. Und deswegen habe ich gerade gedacht, ach, das ist meistens dann so, dass an den Stellen, da wo Wikipedia das dann sagt, dass da mal ein ehemaliger Bahnhof war, dass dann war das meistens so in den Strecken, dass dann da Ausweichgleis gelegen hat oder sowas. Also, dass man da halt einen Zug kreuzen lassen konnte oder überholen lassen konnte. Und genau. Deswegen war ich gerade so, ja, Haltepunkt, Ausweichgleis, also kann, aber meistens gibt's nicht. Ist dann nur eher für stillgelegte bzw. ehemalige Bahnhöfe, wenn überhaupt. Wir haben jetzt nochmal ein Ausweichgleis. Also ich hoffe, ihr konntet mir gerade folgen, was ich meine. Wenn nicht, dann ist auch egal. Bin ich euch nicht sauer. So, hierdurch fahren wir dann jetzt Voldemeckerem, glaube ich. Voldemeckerem, genau. Da links irgendwie nochmal. Was haben wir da links? So ein Kraftwerk ähnliches. Doch, das sieht halt aus wie Industrie einfach. Da wird irgendwas hergestellt. Was sie wohl in den Silos da speichern. Sand vielleicht oder auch, ich glaube sogar, da kann sogar Milch drin gespeichert werden. Dann machen wir mal schon mal eine kleine Ansage hier. Oh, das Auto hier rechts hat mir gerade auch ein bisschen mein Herz in die Hose rutschen lassen. Dachte schon, der fährt rüber, weil er so schnell angefahren kam. So, Ladies and Gentlemen, in a few moments we will arrive at Killamberg Station, Platform 3. I will inform you about the side of the exit right before we enter the station, so some moments before stopping. And yeah, also here, please listen for the connection trains to the speaker announcement at the platform. And we say thank you for choosing Deutsche Bahn today, take care and goodbye. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Klamberg auf Gleis 3. Über die Seite des Ausstieges, in welcher Fahrtrichtung dieser zu erfolgen hat, werde ich Sie dann nochmal kurz vor Halt informieren. Auch hier gilt dann wieder, bitte beachten Sie für Ihre weiteren Anschlussmöglichkeiten die Lautsprecherdurchsagen am Gleis. Wir bedanken uns für die Mitfahrt mit der Deutschen Bahn und wünschen allen noch einen angenehmen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. So, was haben wir hier? 100 sind angekündigt, alles klar. Oder 120? Ne, das war 100. Das heißt, da kommt irgendwo gleich ein GPA. Hier liegt er schon. 100 nochmal angekündigt. Aber wir fahren schon 100 ungefähr. Und dann kommt hier gleich nochmal die 120, ne? Nee, kommt nicht. Alles klar. Achso, da können wir sie nochmal fahren. Stimmt ja. Ich dachte gerade, 120 wäre unter 100. Auch wieder mal völlig lost hier. Hier links, die Strecke, die kommt wohl also auf die Gleise, auf die wir jetzt hier fahren. Das ist wohl hier die Strecke von der Ortschaft Havelsberg. Beziehungsweise Erfurt. Alles klar. Da sehe ich, glaube ich, auch schon wieder zwei Dieseltriebfahrzeuge. Ach ne, sind zwei Elektros. Zwei Elektrotriebzüge. 423er und 420er.
Sehr geehrte Fahrgäste, der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ladies and Gentlemen, the exit is on the right side of the train. So, Türen sind freigegeben. Jetzt gucke ich mal doch raus, ist mir egal, ob wir dann wieder ein Problem mit dem Skript kriegen. Ah, perfekt an der Harttafel zum Stehen gekommen hier. Und da schiebt unsere 110. Ah, auch schön. Stromabnehmer ist einfach gehoben. Auch perfekt gestoppt. Ich glaube, wenn gar keine Oberleitung drüber ist, dann geht er sogar noch ein bisschen höher oder so. Oder so, wartet mal. Kriegen wir es hin, dass die Türen vielleicht so schließen? Ja, haben wir hinbekommen. So, die schließen, klappen zu. Und wir verlassen den Bahnhof. Wo haben wir gerade gestoppt? In Klammberg, genau. Und da ist unsere 110 auch ausgefahren. So, nächster Halt müsste dann Bad Altburg-Niendamm sein, ne? Ne, Bad Altburg-Nord. Okay. In 10 Kilometern. So, jetzt können wir nochmal hoch auf 140. Also, war sogar schon ein kleinen Ticken drüber gerade versehentlich. Sagen wir mal hier Fahrstufe 16 drin. Und ein bisschen Flachland neben uns. Ah, wir können hier sogar das Fenster runter machen. Geil. Hatte ich irgendwie die letzten Fahrten, also die letzten 10 Fahrten hier im Wittenberger völlig verpennt, dass man auch die Fenster runter machen kann. Super. Ah, hier kann man das Licht anmachen. Auch schön, dass es so stufenweise angeht. Zuerst so und dann nochmal irgendwo hinter uns oder sowas. Oder das ist nur ein Licht, aber dann, dass sich hier das Licht so ausbreitet. Natürlich in echt geht es schneller, aber man weiß, was damit gemeint ist. Übrigens, jetzt sieht es hier so aus, als ob die Oberleitungsmasten, also als ob halt die Oberleitungshalter da quasi in der Brücke drin wären. Aber das in Wirklichkeit ist es so gelöst im Train Simulator. Das war übrigens gerade, glaube ich, der Bahnhof Neyenbach. Der war bis 1992 in Betrieb. Zu den Oberleitungen wollte ich gerade sagen, in Wirklichkeit ist es so, dass ganz normale Oberleitungen mit Masten da auf der Brücke stehen, aber die Masten sind in den Brückenelementen quasi reingedrückt worden. So, hier ist eine Ankündigung für eine Schutzstrecke. Also, dann Hauptschalter. Da vorne raus. Hier müssen wir nun Hauptschalter rausmachen. Und tschüss. Hauptschalter ist raus. Genau so sieht es dann hier aus. Und können dann gleich wieder rein.
Oh, 120, alles klar. Dann bremsen wir mal. Dann müssen wir gar nicht mehr weiter, sehe ich gerade. Also 120 ab hier. Sind wir gerade an den EL-Tafeln vorbeigefahren. Das waren aber nicht die Bügel ab. EL-Signale, die sehen nochmal ein bisschen anders aus. Ah. Ich habe gerade gedacht, dass es grün-gelb gewesen wäre, hab hier zu erwarten, aber es war wohl grün-grün. Da habe ich gerade nicht genau hingeguckt. Also zumindest doch habe ich, aber ich habe es nicht genau gesehen. War das Licht gerade nicht ganz so gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Augenblicken Bad Altburg Nord. Bitte beachten Sie für Ihre weiteren Anschlussmöglichkeiten die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Über den Aufstieg, in welcher Seite dieser zu erfolgen hat, informiere ich Sie zur gegebenen und rechtzeitigen Zeit. Wir verabschieden uns von allen hier aus- und umsteigenden Fahrgästen, wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag und bedanken uns für die Mitfahrt mit der Deutschen Bahn. Der Aufstieg befindet sich in voraussichtlich Fahrtrichtung links. Ladies and gentlemen, in a few moments we will arrive at Bad Altburg Nord Track 4. Please listen to the speaker announcements on the platform for your next connection trains. The exit is on the left side, on the right side of the train, sorry. We say thank you for choosing Deutsche Bahn today and wish you a nice day. And yeah, thank you for traveling with us. Exit is on the right side of the train. Werte Fahrgäste, ich muss korrigieren, der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ah, ich dachte nämlich die ganze Zeit, die ZZAs wären vom, also wären szenarioseitig mitgeliefert worden hier. Aber das sind gar keine, das sind Standard, also die Standard-ZZAs, die hier sind auf der Strecke. An den Bahnhöfen. So, Türen sind offen. Dann machen wir mal hier das Fenster runter. Gucken mal raus. Genau, jetzt macht es auch Sinn, dass es von der Zeit her nicht passt. Aber ich habe mir schon vorher gedacht, dass es möglicherweise einfach nur ein Fehler ist von dem Szenariohersteller, aber der hat die einfach hier so gelassen. Der hat die gar nicht neu mit eingebaut. Also jetzt extra für das Szenario. Da sieht man unseren Bügel. So, schließen die Türen? Nein, tun sie nicht. Jetzt schließen sie. Na, können wir los? Jetzt. Das ein bisschen triggert mich bei den Sounds hier von dem Wittenberger Steuerwagen, dass die, dass es so komisch quietscht, immer so gleich am Anfang, aber beschleunigen wir einfach ein bisschen schneller hoch, dann passt es auch wieder. Alles klar, Ausfahrt mit 40. Und jetzt fahren wir hier über Bad Altburg Flughafen. Dann stoßen wir gleich auf die... Ach ne, sind wir schon auf die Strecke aus Enzbek gestoßen. Die war irgendwie hinter uns irgendwo.
Und nach Bad Aldburg Flughafen könnte auch nochmal der Bahnhof Bad Aldburg Mitte kommen. Aber der kommt heute nicht. Wir fahren dann straight nach Bad Aldburg. Und dann treffen wir auf die Verbindungstrasse zwischen, also Bad Aldburg Hauptbahnhof liegt genau auf der Strecke zwischen Mannheim und Nürnberg. Und dann geht's auch nochmal irgendwie ab Richtung Augsburg. So, der Kollege da links muss noch kurz warten. Und jetzt können wir, ah, da brummen seine Fahrmotoren. Also die TTB 648er, die haben auch nochmal einen ganz anderen Sound. Da knattert's richtig drin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den nächsten Halt Bad Aldburg Flughafen auf Gleis 3. Über den Ausstieg werde ich Sie dann nochmal kurz vor Einfahrt in den Bahnhof informieren. Wir verabschieden uns von allen hier außen umsteigenden Fahrgästen und wünschen Ihnen allen noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank für die Mitfahrt mit der Deutschen Bahn heute. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, in a few moments we will arrive at Bad Aldburg Airport Station. I will inform you about the side of the exit just a few moments before we stop. So we say goodbye to every passenger who is changing here or leaving this train here. And yeah, thank you for choosing Deutsche Bahn and take care. Ah, ist auch ein bisschen blöd, dass ich hier gerade 600 Meter vom Bahnhof weg bin und auch nochmal hoch beschleunigen wollte. Aber ein Glück bremst ja unsere Kiste hier gar nicht allzu schlecht. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ladies and Gentlemen, the exit is on the right side of the train. Und dann lösen wir schon mal die Bremsen, jetzt hier mit dem Schwung und geben die Tür nochmal frei. Ich glaube, jetzt sind auch nochmal wieder alle offen, ne? Oh ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir hatten das Fenster sogar offen, ne? Wartet. Ja, das ist eh offen geblieben. Okay. Auch der Klassiker, man macht das Fenster auf im Train Simulator und dann ist es die ganze Zeit offen. Ist mir auch schon, also passiert mir immer. Da wundere ich mich immer, warum es so laut ist, aber... Dabei ist die Lösung ja so einfach. Oh, schöne Gleise. So, Türen. Einmal schließen bitte. Macht das? Macht er. Super, dann lösen wir schon mal die Bremsen. Da hat man es in der Lok gehört. Da nochmal bei den Wagen. Und damit verlassen wir den Bahnhof Bad Aldburg. Da hat man auch gerade schön die verschiedenen Fahrstufen gehört. Immer wie es schön hochgeschalten ist. Cool. So, Bad Aldburg dann in 6 Kilometern. Auch schön viergleisig ausgebaut hier. Da links geht's aber ganz schön steil runter. Junge, 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 wo geht's da denn hin? Können wir mal schauen.
Also ein Güterzug, der hätte da ein bisschen Probleme hochzukommen. Ist wohl irgendwie S-Bahn, ne? Kann es sein? Es sieht mir eher nach einem S-Bahn-Ding aus. Ich sehe auch hier, geht es irgendwie weg. Ah ne, das ist nicht S-Bahn. Und da kam eine PZB-Zwangse, war? Ja, genau mal wieder typisch. Wo wir da in die Dings gucken. Wie immer. Okay, meine Damen und Herren, da sind wir auch wieder am Rollen. Jetzt weiß ich aber leider nicht genau, was wir da gerade bestätigen mussten. Ah, die 80, okay. Alles klar, dann haben wir es gerade gesehen. Und jetzt müssten wir auch hier eigentlich wieder aus der 1000-Hertz-Überwachung rauskommen. Wie wir über das grüne Signal gefahren sind. Super, da sind wir raus. Und dann beschleunigen wir nochmal hoch auf die 80. Ganz locker. Okay, und hier müsste jetzt, glaube ich, dann die Ortschaft bzw. der Bahnhof Bad Altburg-Mitte sein, ne? Oh ja, das ist er, Bad Altburg-Mitte. Gleislänge 196 Meter und die links hier 205. Warum die linken jetzt nochmal einen Ticken länger sind, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, mit dem Fernverkehr kann man das jetzt nicht wirklich begründen, würde ich mal jetzt sagen. Hier ist auch schon wieder so steil weg. Ist es die Straßenbahn oder? Was ist das hier links? Mal kurz gucken, was da vorne kommt. Ah, ich dachte gerade schon, wir fahren jetzt auf den Kollegen dazu. Ah, ne, hier geht's einfach in den Tunnel, okay. Ich glaube, wir müssen jetzt über die Weiche, ne? Ah, Gott sei Dank, okay. Hat der TS-Dispatcher alles gut gemacht. Ja, manchmal, Freunde, ihr wisst ja, manchmal kann es auch sein, dass wir dann einfach gerade auf den Kollegen dazufahren und dann uns nur noch eine Schnellbremsung retten kann. Beziehungsweise Vollbremsung. Wobei, ist das nicht das Gleiche? Ich glaube, da wurde sich auch schon ein paar Mal drüber gestritten. Ankündigung 60. Und nur ich bin so crazy, dass ich hier nochmal ein bisschen hochbeschleunige auf den letzten Metern. Vor der 60er, wobei, es geht eigentlich noch. Wir sind ja noch 700 Meter weg, da können wir ruhig noch mit den 80 fahren. Und da steht unser Neigetechnik, oder mit Neigetechnik ausgestatteter Kollege in der Kurve und muss warten. Ach ja. Aber ich glaube, der fährt jetzt gleich weiter, ne? Supi, dann haben wir das schon mal hinbekommen und da vorne ist auch schon Bad Altburg Hauptbahnhof. Also, dann machen wir mal eine Ansage. Okay, die 80 anscheinend nicht bestätigen, alles klar. Genau. Ladies and Gentlemen, in a few moments we will arrive at Bad Altburg Main Station, Platform 9. We say thank you for choosing Deutsche Bahn today. I will inform you about this side of the exit just a few moments before we stop once again, and please listen to the speaker announcements on the platform for your next connection trains. And yeah, stay healthy and thank you for driving with us today. Goodbye. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in wenigen Momenten kommen wir in Bad Altburg auf Gleis 9 Ost an. Und damit endet unsere Zugfahrt hier. Wir bedanken uns für die Mitfahrt mit der Deutschen Bahn bei Ihnen. Wir bedanken uns für Ihre Mitfahrt mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen allen noch einen angenehmen Tag. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie für Ihre weiteren Anschlussmöglichkeiten die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, the exit is on the right side of the train. Oh, wartet mal. Das können wir mal uns von hier drüben angucken. Nee.
Okay, dann öffnen sich die Türen auch schon hier. Schön zur Seite weggeklappt. Sind wir noch ganz gut angekommen. Jetzt frage ich mich gerade nur, müssen wir nochmal hier irgendwie in die Abstellung? Nee, ne? Nee. Szenario wird hier enden. Okay, meine Damen und Herren, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Mitfahrt heute. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, so wie mir. Mit zwei Zwangs sind wir doch eigentlich ganz gut weggekommen. Und die Kerbestrecke ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Strecke. Auch landschaftstechnisch, bahnhofstechnisch. Und genau, der Kollege übernimmt nun den Führerstand. Du hast Feierabend. Und mit diesen Worten würde ich sagen, vielen Dank fürs Mitfahren heute. Bleibt schön gesund und schreibt mir gerne eure Meinung zur Kerbestrecke in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Habt alle noch einen wunderbaren Tag und ciao. Vielen Dank fürs Mitfahren heute.